Heute verdienen wir 700 Euro am Tag automatisiert. Heute kein Reaction-Video, heute mal wieder eine eigene Taktik von mir. Und ganz wichtig, du musst jeden Schritt befolgen, also schau das Video bis zum Ende, weil wir machen das wirklich automatisiert. Und das ist nicht irgendwie so eine App, wo du 1 Euro verdienst, sondern du kannst wirklich 700 Euro automatisiert am Tag verdienen. Ich verspreche es dir. Schreib gerne in den Kommentaren, wie du die Strategie findest. Also, um diese 700 Euro zu verdienen, was ja echt viel Geld ist, müssen wir ein paar Sachen machen. Und nicht nur 2 Klicks oder so, sondern wir müssen was richtig Geiles machen. Also, was machen wir als erstes? Wir gehen zuerst zu D-Store24. Bei dieser Taktik kannst du mit jedem Partnerprogramm zusammenarbeiten, alles. Aber das ist nur ein Beispiel. Digistore24. Natürlich geht auch Coopcard und. Was machen wir als nächstes? Dann gehen wir in den Marktplatz, wenn wir uns angemeldet haben, und suchen dort ein Produkt raus. Rein theoretisch kannst du das mit jedem Produkt machen, auch mit einem Freebie. In dem Fall würde ich aber fast ein Produkt nehmen, was so 200 bis 400 Euro kostet, wo du 50% Provision bekommst. Hat einfach diesen Vorteil, wir sind sehr schnell bei den 700 Euro. Wenn du nämlich ein Produkt hast, wie hier, weiß ich nicht, wo haben wir das hier? Haben wir bestimmt irgendwas. Selbst bei den 35 Euro hier hast du halt das Problem, dass du ja 20 Verkäufe haben musst. Warum klicke ich da immer drauf so? 20 Verkäufe haben musst. Aber zum Beispiel hier ist es halt schon so, hey, das ist ein Abo-Produkt. Das ist natürlich schon ein bisschen interessanter, aber was machen wir als nächstes? Okay, wir haben das Produkt. Wir wollen das halt automatisiert. Das ist vielleicht sogar 24 Stunden für uns Geld verdient. Wir können dann zum Beispiel auf InVideo gehen und uns ein Video erstellen lassen. Das ist das Erste. Wir können das als KI-Video machen oder wir machen das jetzt so wie ich jetzt hier 1:1. Wir zeigen das Produkt. Also zum Beispiel ein Tutorial erstellen wir. Ist jetzt dann halt... Für die Conversion ist halt ein persönliches Video immer noch besser. Ich teste ja gerade auch ein paar KI-Videos und so, aber ich glaube auch in Zukunft, dass das halt besser ist, wenn du dann halt selbst vor der Kamera bist. Aber es geht auch mit KI. Ich würde halt sagen, dann hast du halt ein bisschen weniger Einnahmen, aber es geht auch mit KI. Beste ist dann halt noch was in eigener Sache. Unter diesem Video hast du die Möglichkeit, einen 15 Minuten Call mit mir zu buchen oder ein 60 Minuten Coaching. Gerade zum Angebot 15,99 €. Diese Angebote findest du auch unter michael-kurzur.shop. Verlinke ich dir auch gerne in den ersten Kommentar. Aber es kratzt wieder. Ich mache wieder eigene Videos und schon kratzt das. Ich muss was trinken. Limitiert gerade, wenn du sagst, hey, ich habe einfach Probleme. Helf mir doch mal. 15 Minuten ist mein super Angebot für dich. Dafür einfach 15 Minuten, bereite deine Fragen vor und dann machen wir das per Zoom so. Mein Getränk mache ich auch kurz fertig. Oder halt 60 Minuten, wenn du halt mehr Fragen hast. Mehr kann ich dann auch nicht machen. Also wenn du dann halt ein eigenes Video machst, das könnte sogar mit einem Handy sein und so. Wir gehen jetzt nicht komplett in die Technik rein, weil sonst dauert das einfach zu lange. Kannst du natürlich auch mit CapCut machen. Sehr tolles Tool, funktioniert auf dem MacBook super und damit schneiden, ein paar Effekte reinmachen und. Dann haben wir jetzt schon mal unser Affiliate-Produkt. Wir haben ein Video erstellt, weder mit KI oder dann halt persönlich geschnitten. Wir gehen dann halt je nach Nische, was wir uns für ein Produkt ausgesucht haben, gehen wir dann auf Facebook und auf andere Plattformen. Die anderen Plattformen zeige ich dir dann halt. Und da kannst du dann halt in die Gruppen reingehen, die themenrelevant sind. Zum Beispiel siehst du hier schon mehr als 10 Beiträge pro Tag und. Viele Mitglieder und so. Das wären dann zum Beispiel Gruppen, die interessant sind. Oder du hast eigene Gruppen aufgebaut, was noch besser ist für diese Taktik. Aber wie gesagt, du kannst jetzt genauso gut aber auch USA... Und dann gehst du dann halt in die USA-Gruppen rein, wenn das zum Beispiel ein Produkt ist zum Thema Auswandern oder so. Oder wenn es dann halt zum Thema YouTube-Coaching ist oder so, kannst du dann in YouTube-Gruppen reingehen und. Also Und du kannst natürlich auch deine eigenen Seiten promoten oder halt den Traffic zu diesen Seiten hinleiten. Wenn du sagst, ja, ich habe auch mehrere Produkte und so, dann kannst du natürlich auch gerne so eine Shop-Seite aufbauen. Wenn du diese Shop-Seite selbst aufbauen möchtest mit so einem Coaching, gerade echt richtig geil, da habe ich ein geiles Coaching, schreib mich auf Instagram an und dann bauen wir gemeinsam diese Seiten auf.
dann hast du sofort ganz viele Sachen. Dann hast du gleichzeitig auch über Google und so weiter den Traffic. Wir gehen auch auf so Plattformen wie Kick, melden wir uns an, weil wir streamen diese Videos als Aufzeichnung live. Also wir können die ja auf Facebook streamen, wir können die auf Kick streamen, wir können die auf Twitch streamen. Und wie machen wir das? Da gibt es zwei geile Tools. Die beiden Links packe ich dir unten rein, sind Affiliate-Links. Wenn du das Tool kaufen möchtest, kauf das gerne über den Link. Ne? Würde mich freuen. So. OneStream heißt das eine Produkt. Und du hast den Vorteil, du lädst auf dieser Plattform das Video hoch, also du brauchst deinen Computer nicht anhaben. Und du hast dieses fertige Video, was wir mit InVideo oder mit CapCut gemacht haben. Schreib gerne, wie du die Taktik findest und so weiter. Und natürlich auch ein Like da lassen und so. Ich würde mich natürlich freuen, ne? Denk dran. Achso, bist ein bisschen leise. Ich habe die Kopfhörer jetzt nicht auf, oder? Habt ihr das gehört? So, Und mit diesem Tool können wir Livestreams, sozusagen Fake-Livestreams machen auf diesen ganzen Plattformen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast in einer Nische, machst du auf, ich habe ja vorher gesagt, wir müssen vorher etwas tun, machst du dann halt innerhalb den nächsten Tagen und Wochen 10 Videos. Die kannst du in Dauerschleife immer laufen lassen, weil du die hochgeladen hast und du brauchst deinen Computer nicht anhaben und so weiter. Ich teste die Taktik jetzt gerade auch. Nochmal extra für ein paar coole Sachen und so. Gibt's schon länger, aber der Vorteil ist, wir können nicht nur auf Facebook livestreamen, wir können auch auf X. Da brauchen wir, glaube ich, mittlerweile ein Premium-Konto. Bei LinkedIn, Instagram, TikTok. TikTok ist immer noch ein bisschen, das wird manchmal freigeschaltet und manchmal nicht. Aber auf YouTube können wir livestreamen. Livestreams auf YouTube. Und wir machen uns auf jeder dieser Plattformen oder auf jeden Fall die wichtigsten im deutschsprachigen Raum, das geht natürlich auch mit englischsprachigen Produkten, machen wir uns einen Account. Und den pflegen wir auch so ein bisschen. Ne? Also wir machen uns dann mit Canva oder so, machen wir uns dann halt einen schönen Banner hin und so weiter. Einen Link nochmal vielleicht zu unserer Seite, wenn du so eine Shop-Seite hast und so weiter. Und dann hast du auf diesen ganzen Plattformen gleichzeitig Livestreams am Laufen. Warum? In diesen Facebook-Gruppen sind Livestreams echt cool, gerade wenn das dann halt auch deine eigenen sind und so. Die ändern immer mal wieder was. Man kann auch in fremde Gruppen teilweise reinstreamen oder so, aber am besten natürlich in eigene Gruppen. Oder du sagst den Admin Bescheid und dass du halt auch Admin wirst oder Moderator oder so. Das geht auch sehr, sehr gut. Und aber halt so Plattformen wie Kick und Twitch und so weiter. Und du hast natürlich dann auch vorher, wenn du diese InVideo-Sachen machst oder auch dein eigenes Video, hast du natürlich immer deinen Call to Action. Hey, ne, hier mein Shop, schau da an, da kannst du es kaufen und so weiter. Je nachdem, was natürlich dein Ziel ist. Du kannst natürlich E-Mail-Adressen einsammeln. Du willst Leute vielleicht in ein Webinar bekommen oder dann halt sofort den D-Store-Kauflink. Das ist sehr, sehr gut. Vom Preis her, ich habe auch nur gleich noch eine zweite Plattform. Es ist so, am besten ist, du nimmst dieses Paket hier. Das kostet bei monatlicher Zahlung, du kannst da auch gerne einen Monat testen, kostet 40 Euro im Monat. Das kannst du dann auf 10 Plattformen machen. Und du hast hier auch diesen 20 GB Speicher und so weiter, damit du das hochladen kannst und so weiter. Also, dass du das hochladen kannst auf den ganzen Plattformen. Du kannst es rein theoretisch auch mal gratis testen. Da kannst du das auf zwei Plattformen streamen. Wenn du sagst, hey, ich möchte das echt mal testen, ich mache mir ein, zwei Videos und dann streame ich die einfach mal zu bestimmten Daten und das ist sehr, sehr cool. Die andere Plattform ist WeStream, habe ich auch eine ganze Zeit lang benutzt und der Vorteil zum Beispiel auch bei WeStream, bei den anderen ist es glaube ich auch so, aber hier kenne ich mich am besten aus. Ich habe zum Beispiel auch einen Chat. Wenn du dann zum Beispiel sowieso am Computer am Arbeiten bist, auf dem Monitor, hast du hier so ein Chatfenster und kannst während der Fake-Livestreams sogar die Fragen beantworten. Ein Chatfenster für alle Livestreams. Also egal, ob jemand was auf Twitch schreibt, auf Facebook oder YouTube, du kannst einfach antworten. Ne? Was sehr, sehr geil ist. Und wer die Streams rein theoretisch, wenn du die Taktik vernünftig ausbaust und diesen Content erstellst, 24 Stunden Werbefernsehen auf allen Plattformen. Und deshalb komme ich auch auf diese 700 Euro pro Tag.
Das funktioniert sehr, sehr gut. Und du hast bei diesen Plattformen sehr oft, dass dann halt Livestreams, auch bei YouTube, Livestreams und so weiter, mehr gepusht wird. Und wenn du sowieso schon ein paar Abonnenten hast und so, bekommen die eine Meldung. Hey, der ist online, der macht gerade einen Livestream und so. Also wieder machst du das halt unter deinem eigenen Namen oder dann halt unter dem Namen deiner Website oder so. Na? Wenn du da ein richtig geiles Konzept aufbaust, vom Branding her oder so, wirst du doch zusätzlich Abonnenten bekommen. Was einfach total genial ist. Ja, das ist diese Taktik. Also, Schritt 1, Digistore, geiles Produkt raussuchen, wo wir halt schon ein paar Euros verdienen. Ja, wir können das auch in mehreren Sprachen machen. Video erstellen, wieder mit KI oder dann halt, so wie ich jetzt hier, dieses Video könnte ich zum Beispiel auch nehmen. Einfach hochladen bei den Tools und dann live streamen. Ja, das war's von mir. Ne? Ja, such dir gerne einen Termin aus, beziehungsweise buche erstmal einen Termin hier, 15 Minuten, 60 Minuten, ist echt zum Schnäppchenpreis. Auch hier unter den Videos ist das. Und dann können wir diese Taktik auch zusammen ausbauen, wenn du magst. Aber ja, du bist einfach live auf Kick. Und was du auch noch hast, ne? Was auch noch sehr, sehr geil ist, du hast natürlich dann auch die Links zu deiner Webseite. Das heißt, du hast unendlich viel Traffic, 24 Stunden nur mal von den ganzen Social Media Plattformen. Weil natürlich Leute sich die Videos anschauen, klicken da drauf, wieder schickst du die Leute halt sofort zum Produkt hin oder auf deiner eigenen Seite. Dass diese Social-Media-Signale sind für Google auch nochmal toll für das Ranking, für verschiedene Keywords und so, damit du besser rankst. Das ist meine Taktik heute für dich. Wie findest du das Format? Willst du mehr so Videos haben oder lieber die Reaction-Videos? Sag mir gerne Bescheid. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Und vielleicht gibt es bald einen neuen Redaktionsplan. Ich habe in der Telegram-Gruppe das schon reingepostet. Und die beiden Links zu den Streaming-Plattformen für diese Recording und so weiter und Livestreams und so weiter, die packe ich dir auch im ersten Kommentar rein. Ja, nutze sie sehr gerne. Ich bin raus. Ciao.